So, schönen guten Abend. Ich freue mich, dass Sie heute hier sind. Wir haben eine starke Konkurrenz, nämlich das Wetter, wie üblich. Aber hier ist es gekühlt, hat eben auch seinen Vorteil, dass wir uns heute hier zusammengefunden haben. Ich freue mich sehr, dass wir ein Thema haben, das in der ganzen Debatte um Migration und Flucht und Teilhabe etwas untergeht, weil das in der Regel einfach sehr rechtspolitisch, also mehr so mit juristischen, ich habe fast gesagt rechtslastig, mehr so mit juristischen Fragen zu tun hat, weshalb es nicht unbedingt als ein besonders populäres Thema gilt, aber politisch absolut wichtig. Also für uns zumindest ein sehr wichtiges Thema, weil die Erlangung der Staatsbürgerschaft ein wichtiger Teil für politische, für soziale, für ökonomische Teilhabe ist. Also insofern sind wir sehr froh, dass wir heute einen Zugang gefunden haben, der es nicht nur juristisch trocken macht, sondern wirklich auch sehr erzählerisch und auch viele Aspekte von menschlichen Zugängen hat. Das Thema heute lautet Skurrile Wege zum Pass, Erfahrungsberichte zur Einbürgerung in Europa. Die heutige Veranstaltung findet im Rahmen einer Reihe, die sich Migration neu denken, wir betitelt haben. Und ich freue mich sehr, dass wir heute mit Ihnen das vertiefen und diskutieren können. Am Anfang würde ich ganz kurz so ein kurzes Stimmungsbild von Ihnen haben. Wie viele von Ihnen im Raum haben eine Staatsbürgerschaft? Ich sage jetzt nicht welche, aber irgendeine Staatsbürgerschaft beantragt. Ja, hier darf ich fragen, welche Staatsbürgerschaft Sie beantragt haben? Die deutsche. Okay, und wie war Ihre Erfahrung? Vielleicht, warten Sie mal, ich gebe Ihnen mal ein Mikrofon. Sie war auch bürokratisch, natürlich. Wir sind in Deutschland. Ja. Und skurril auch. So, ja, skurril. Vor allem die Fragen von Beamten, warum und vor allem, ob man das verdient hat. Und das ist das für einen Bürger, der seit Jahrzehnten hier lebt, sehr herabwürdigend. Ja. Ja. Noch jemand? Also du wirst Thomas Borchert, wird ja nachher erzählen, du hast ja, aber ja, das ist, hast du? Ne? Irgendwann den Prozess gemacht oder noch im Prozess stehend? Bist du im Prozess? Moment. Nee, ich hatte. Du hast schon beantragt, ja, klar. Das war die Frage. Die ja, genau. Schweizer. Wie war denn? Die Schweizer. Ja, es war auch irrsinnig. Also ja, ich war da, ich war da 14 Jahre in der Schule, habe alle meine Schulbildung da gehabt. Ich hatte 5 Interviews. Es hat 2 Jahre gebraucht. Das letzte Interview haben sie mich gefragt, welche Partei ich denn wählen würde, wenn sie mir die Schweizer... Das war so der Höhepunkt. Und dann habe ich gesagt, das muss ich Ihnen nicht sagen. Und dann war das Interview vorbei. Und ja. Hat aber keinen negativen Nachteil. Ich hoffe es nicht. Ja. Ich habe es bekommen. Ja, ich kann mich erinnern an den Film Die Schweizer Macher. Ich weiß nicht, es ist... und das war... So ein bisschen traumatische Erzählung. Ja, ich meine, die Erlangung der Staatsbürgerschaft ist zum Teil schon auch sehr eine ideologische Frage. Ja, Sie haben es ja gesagt, steht sie eigentlich am Anfang einer integrationspolitischen Prozess oder am Ende? So, wird sie eher als Belohnung gegeben für gelungene Integration oder ist es eigentlich die Voraussetzung, um sich zugehörig zu fühlen. Und da gibt es unterschiedliche Zugänge und das muss man, glaube ich, in jeweiligem Kontext diskutieren. Also meine Erfahrung war tatsächlich auch skurril, weil ich habe ja die deutsche Staatsbürgerschaft
beantragt. Angefangen hat es eigentlich mit einem doch eher feindseligen Sachbearbeiter, der ständig mir das Gefühl gegeben hat, ich verdiente es eigentlich gar nicht. Und egal, was ich machen würde, ob ich das Papier bekomme oder nicht, würde ich sowieso nicht dazu gehören. Und so. Also es war so von Anfang bis Ende so eher so ein wirklich ein schwieriger Prozess, weil ich ungern zu der Behörde gegangen bin. Das war in Dortmund. Und jedes Mal war das so eine kleine Machtkampf. Und ein bisschen das Skurrile daran war auch, das tut zwar nicht zur Sache, dass der Sachbearbeiter, der meinen Fall bearbeitet hat, zwar keinen Vordergrund, aber einen Migrationshintergrund hatte. Also insofern habe ich selbst nicht verstanden, also viel Solidarität habe ich dabei jetzt nicht erfahren. Und da musste ich eine Weile warten, damit ich von meiner alten Staatsbürgerschaft entlassen werde, weil das ist ja die Voraussetzung, um die deutsche Staatsbürgerschaft zu bekommen. Aber der andere Staat wollte mich nicht entlassen. Also der eine hat darauf bestanden, dass ich entlassen werde, der andere hat darauf bestanden, dass ich nicht entlassen werden kann, nach seinem Gesetz. Also stand ich so ein bisschen in der Mitte und einige Jahre vergingen, bis ich irgendwann mal geschafft habe, dann entlassen zu werden. Und dann habe ich die deutsche Staatsbürgerschaft erlangt. Und als ich einen neuen Pass beantragt habe, 10 Jahre später, musste ich ein Papier unterschreiben, dass ich die doppelte Staatsbürgerschaft besitze. Sehr skurril. Nach langem Hin und Her wollte ich unbedingt meinen Pass haben. Deswegen habe ich einfach den Wisch unterschrieben und habe den Pass bekommen und obendrein die doppelte Staatsbürgerschaft, ohne dass ich das richtig verstanden habe. Aber ich bin Besitzer der doppelten Staatsbürgerschaft, ohne dass ich jetzt was dafür machen musste. Also das sind so laute, skurrile Sachen, die immer wieder passieren. Die muss man, glaube ich, auch nicht verstehen. Aber so ist es sehr oft. Wenn wir die Zahlen sehen in Deutschland, die stagnieren, seit Jahren, zumindest ich habe so ein bisschen die Statistik der letzten Jahre gesehen und das stagniert bei etwa 110.000 Einbürgerungen pro Jahr. Geht ein bisschen nach unten, nach oben, aber so im Schnitt ist es bei ca. 110.000. Und natürlich hat das mit Verwaltungshürden zu tun, aber auch mit der Debatte, die doch sehr stark völkisch-identitär daherkommt und Menschen nicht unbedingt das Gefühl gibt, dazu zu gehören. Also der Kampf um Anerkennung und Zugehörigkeit, das geht weiter und insbesondere hat eine Auswirkung auf Leute, die einwandern. Während wir inzwischen auch EU Soli haben, das heißt Menschen, die auf diesem Boden geboren sind, das ist ja die grundrepublikanische Idee, Menschen, die auf diesem Boden zur Welt kommen, gehören dazu. Leute, die einwandern, müssen das verdienen. Das ist so ein bisschen ein Problem. Ich freue mich sehr, dass wir heute Abend diesbezüglich sehr erfahrene Journalistinnen und Journalisten aufgrund ihrer persönlichen Erfahrung uns erzählen werden dazu, aber auch einen ausgewiesenen Experten bei uns haben, die vieles aus der Praxis und auch Nähkästchen erzählen werden. An dieser Stelle übergebe ich das Wort an Hatice Akün, die uns durch den Abend führen wird. Ich möchte sie nur ganz kurz vorstellen, weil sie den Rest dann übernimmt. Hatice Akün ist Journalistin und Autorin. Sie schreibt verschiedene Medien, unter anderem für den Spiegel und den Tagesspiegel, wo sie auch ihre wöchentliche Kolumne Meine Heimat erschien. 2005 veröffentlichte sie das Buch Einmal Hans mit scharfer Soße, das ein Bestseller war und auch 2012 verfilmt wurde. 2009 wurde sie mit dem Toleranz- und Zivilcourage-Preis ihrer Heimatstadt Duisburg ausgezeichnet und 2011 den Berliner Integrationspreis und das letzte Buch. Sie hat mehrere Bücher geschrieben, ich wollte nur ein bisschen zeigen, 2014 dann, Verfluchte anatolische Bergziegenkacke. Oder wie mein Vater sagen würde, wenn die Wut kommt, geht der Verstand. Das ist das letzte Buch. Ich möchte nur Sie ganz kurz darauf hinweisen, dass wir die nächste Veranstaltung im Rahmen dieser Reihe Migration Neudenken am 27. November haben.
Und zwar mit drei spannenden Publikationen von Ferda Ataman. Ich bin von hier, hört auf zu fragen. Nariman Hamuti Reinke, Ich diene Deutschland. Und das dritte Buch mit Marvin Oppong, Ewig anders, Schwarz-Deutsch-Journalist. All diese Veranstaltungen und auch weitere Materialien zu unseren Debatten finden Sie auf unserer Website Heimatkunde. Die Veranstaltung wird auch heute live gestreamt. Also alle, die hier nicht dabei sein können, können auch die Diskussion verfolgen. Am Ende der Veranstaltung laden wir Sie kurz ein, hier zu bleiben und mit Brezel und Getränk sich auszutauschen. Und wenn Sie ein bisschen Zeit haben, Sie können gern unser Feedback einfach ausfüllen und uns Ihre Meinung sagen, wo wir besser werden können und was wir aber auch gut gemacht haben. So, besonderer Dank geht an meine Kollegin Flora Bolm, die die heutige Veranstaltung organisiert hat. Und ich wünsche Ihnen viel Spaß. Hatice Akgün. Ja, vielen herzlichen Dank. Bin ich an? Nee? Er hat mir versprochen, dass ich an bin. Jetzt bin ich an. Ja, herzlichen Dank. Vielen Dank für die netten Worte, Mekonnen. Und herzlich willkommen. Ich beneide euch, wenn das Wetter der einzige Konkurrent ist. Ja, herzlich willkommen hier in der Heinrich-Böll-Stiftung. Und ich habe ein wenig überlegt, als ich die Moderation hier vorbereitet habe, wie ich sie denn heute ansprechen soll. Wenn ich so ein bisschen schaue, von unseren Gästen weiß ich ja ein wenig die Biografie. Mekonnen, wir kennen uns auch schon seit vielen Jahren. Und ich habe gesagt, wie spreche ich sie an? Liebe Deutsch-Deutsche, liebe Neudeutsche, liebe Nun-Deutsche oder liebe Endlich-Deutsche, Doch-Deutsche, Auch-Deutsche oder ganz wissenschaftlich korrekt Deutsche mit Einwanderungsbiografie. Oder soll ich doch einfach lieber bei liebe Gäste bleiben? Ich glaube, das ist das Unkomplizierteste. Aber dann habe ich noch ein bisschen mehr nachgedacht und dachte, eigentlich könnte ich Sie begrüßen mit liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger. Denn entweder sind Sie von Geburt an Deutsche oder sind mit der Einbürgerungsurkunde deutsch geworden. Mitbürgerinnen und Mitbürger waren Sie also auch ohne Urkunde. Vorher? Nachher. Und Sie merken, es wird ein bisschen kompliziert, es wird sehr interessant und wir wollen uns darüber unterhalten, was das denn heißt, Neudeutsch, Altdeutsch, Deutsch-Deutsch, Endlich-Deutsch. Nochmal, herzlich willkommen im Rahmen der Reihe Migration neu denken, skurrile Wege zum Pass, Erfahrungsberichte zur Einbürgerung in Europa. Klingt ein wenig, wie soll ich es nett formulieren, klingt ein wenig steif, deutsch, bürokratisch. Kennen Sie vielleicht von Ihrer Einbürgerung? Ich hatte auch ein skurriles Erlebnis, nicht so skurril wie deins. Das ist allerdings schon viele, viele Jahre her, über 30 Jahre. Und das war wirklich sehr skurril, komisch skurril. Ich habe nämlich zu meiner Einbürgerung der Stadt Duisburg ein Geschenk bekommen, mit meiner Einbürgerungsurkunde. Wir wurden ausgezeichnet, sozusagen im Rathaus. Und dieses Geschenk war eine Stadtrundfahrt durch Duisburg. Die Stadt Duisburg hat mir also, dem Mädchen, das sein ganzes Leben lang in Duisburg gelebt hat, quasi dort aufgewachsen ist und wirklich jede Straßenlaterne mit Namen kennt, eine Stadtrundfahrt durch ihre Heimatstadt geschenkt. Und das fand ich doch sehr, sehr skurril. Ich konnte damals meine Verbindung in meine Kultur, die türkische Kultur, aufrechterhalten. Es gibt aber viele, die die deutsche Staatsbürgerschaft beantragen und können die Kultur nicht behalten, können ihren alten Pass nicht behalten. Und sie müssen quasi diese Verbindung in Form ihres Passes trennen, um Deutsche werden zu können. Und, das muss ich auch heute hier erwähnen, trotz aller Weltoffenheit und Globalisierung tun sich trotzdem einige sehr, sehr schwer, in diesem Land den Wert einer Staatsbürgerschaft als demokratische Errungenschaft anzusehen. Und darüber, über diese demokratische Errungenschaft, die wir hier erreicht haben in diesem Land, 2000 übrigens, weg von dem Blut, dass dann nur jeder Deutsch sein kann, der quasi den Pass beantragt, sondern
automatisch den deutschen Pass bekommt, indem er hier geboren wird, damals mit der rot-grünen Regierung umgesetzt worden. Und wie schwer es ist, wie skurril es ist, wie eigenartig es ist, wie schmerzhaft es vielleicht auch für manche ist, die Einbürgerung zu vollziehen, darüber wollen wir heute mit unseren drei Gästen sprechen. Wir wollen aus persönlicher Sicht auf die Einbürgerung schauen, aber auch aus wissenschaftlich-analytischer Sicht. Mein Professor hier für Politikwissenschaften, der wird uns ein paar Fakten dazu sagen. Und im Anschluss sind Sie auch herzlich eingeladen, Ihre Fragen zu stellen, aber uns auch schon, wie einige von Ihnen gerade schon, Ihre eigenen persönlichen Einbürgerungsgeschichten erzählen. So, ich möchte Ihnen nun jetzt meinen ersten Gast, unseren ersten Gast vorstellen, Kate Connelly. Connelly, schnell sollte ich es ausdrücken. Moment, ich muss einmal noch kurz vorstellen. Sie ist gebürtige Engländerin, wie man unschwer am Namen erkennen kann, und sie lebt seit 15 Jahren in Berlin und arbeitet als Korrespondentin für die britische Tageszeitung The Guardian und den Observer, habe ich gelesen. Und Kate hat etwas gemacht. Sie hat nämlich nach dem Brexit-Referendum 2016 die deutsche Staatsbürgerschaft beantragt. Und über diese Erfahrung hat sie ein sehr persönliches Buch geschrieben, Exit Brexit, wie ich Deutsche wurde. Und damit hat sie übrigens auch für viele ein politisches Statement abgegeben, nämlich gegen den Brexit. Über ihre deutsche Einbürgerungserfahrung hat sie mal in einem Interview gesagt, das fand ich sehr bezaubernd, es ist in etwa so, als wenn man sagt, ich heirate, um eine bessere steuerliche Situation zu haben. Aber sobald der Tag kommt, ist das natürlich viel, viel emotionaler. Herzlich willkommen, Kate. Hallo. Genau, du kannst, wenn du möchtest, direkt. So, vielen Dank, Hatice, für die netten Wörter. Und ja, man hört die eigene Stimme dann zurück in das, was du mir gerade gesagt hast. Und dann manchmal ist das so peinlich, ja, wie diese ganze Situation ein bisschen peinlich gewesen ist zum Teil, wegen das, was in meinem Land stattfindet oder stattgefunden hat und immer noch stattfindet. Und manchmal fühle ich mich bestätigt wieder in das, was ich sage und was zu einem Schluss ich dazu gekommen bin nach diesem langen Prozess. Und, aber es bleibt sehr emotional, das Ganze. Ich fange jetzt an, ein bisschen aus dieser Erfahrung zu erzählen, wie es war. Und zwar Mai 2017. Aus den kleinen Lautsprechern eines CD-Players, den ein Beamter mit einem deutlich hörbaren Klacken angestellt hatte, tönte die blechen klingende Orchesterbegleitung zur deutschen Nationalhymne. Es gab kein musikalisches Vorspiel, sodass wir alle ein wenig überrumpelt waren und zu spät zu singen begonnen, was einige nervös in ihre Notenblätter kichern ließ. Als wir bei Blü von Blü im Glanze dieses Glückes ankamen, traf ich das hohe E nicht, obwohl ich eigentlich ein ganz annehmbarer Sopran bin. Vermutlich auch bei mir die Nerven oder die trockene Luft in dem vollbesetzten Raum. Also bitte, sagte ich mir, jetzt zeig dir der Situation gewachsen. Zu meiner Erleichterung schaffte ich das E beim zweiten Mal, aber nur mit Hängen und Würgen. Trotzdem erscheinte mir diese musikalische Hürde nach allem, die ich und die circa 20 im Rathaus versammelten Menschen schon gemeistert hatten, noch als die niedrigste. Der Weg zur deutschen Staatsangehörigkeit war relativ lang. Dennoch war ich sicherlich nicht die Einzige im Raum, die an diesem Tag im Mai 2017 dankbar dafür war, dass niemand von uns erwartete, den Text auswendig zu können. Als einen weiteren Test, um zu beweisen, wie ernst es uns damit war, treue deutsche Staatsbürger zu werden. Als wir zum Ende kamen, nach zwei Strophen, wurden wir von unserer Qual erlöst und man uns ein Glas Sekt in die Hand drückte, machte sich im Raum spürbare Erleichterung breit. Ich kann mich nicht genau daran erinnern, an welchen Tag ich beschlossen habe,
Deutsche zu werden. Nur so viel. Die 11 Monate, die meiner Einbürgerungsfeier vorausgingen, waren eine emotionale Achterbahnfahrt. Der Schock darüber, dass eine hauchdünne Mehrheit der Wähler in Großbritannien für den Austritt meines Geburtslands aus der Europäischen Union gestimmt hatte, sitzt auch über 3 Jahre nach dem Brexit-Referendum am 23. Juni 2016 noch tief. Und trotzdem war meine Entscheidung definitiv ein schleichender Prozess und kein Heureka-Moment. Auf jeden Fall war es für mich mit ambivalenten Gefühlen verbunden, etwas zu tun, was ich mir nie hätte träumen lassen und wozu ich nie Anlass gehabt hätte, wären da nicht eine Handvoll Politiker gewesen, die ein Referendum für angezeigt hielten, um, so formulierte es der damalige Premierminister David Cameron, einen Strich unter ein Thema zu ziehen, das seit Jahrzehnten wie ein Damoklesschwert über der britischen Politik hing. Ich will damit nicht sagen, dass ich seit gezwungen worden, Deutsche zu werden. So, als wäre das etwas Unerquickliches oder etwas, das ich per se nur widerwillig tat. Sicher nicht. Ich habe Deutschland über die Jahre immer mehr schätzen gelernt. Erst war es die Sprache, die ich mit 13 zu lernen begann. Dann kamen die politischen Ereignisse der späten 80er Jahre in Deutschland und in Zentral- und Osteuropa hinzu, die im Fall der Berliner Mauer gipfelten und meine Welt sich in großem Maßstab neu justierten. Schließlich in den frühen 90er Jahren, meine Zeit als Studentin im frisch wiedervereinigten Berlin, wohin ich dann später als Auslandskorrespondentin zurückkehren sollte, eine Aufgabe, die sich bis heute wie ein großes Privileg anfühlt. In den vergangenen Jahren waren es meine Familie, meine beiden Kinder und mein Mann, die alle hier geboren sind und damit viel tiefer in Deutschland verwurzelt sind als ich, die mich eng und nachhaltig an dieses Land, seine Sprache, seine Kultur und sein Erbe gebunden haben. Aber an jenem kühlen Maitag im Rathaus plötzlich zu realisieren, dass ich und all die Menschen, mit denen ich hier zusammenstand, Menschen aus Vietnam, aus der Mongolei, aus Armenien, aus dem Irak und aus Syrien, um nur einige der anwesenden Nationalitäten zu nennen, jetzt Deutsche waren, fühlte sich, nun ja, mehr als nur ein kleines bisschen absurd an. Ich war dankbar für die rationale Stimme, die mir im Sommer 2016, als ich gerade über meine wenig geliebten Steuererklärung brütete, zuflüsterte: Jetzt bist du schon in bürokratischer Stimmung, was nicht gerade meiner natürlichen Verfasstheit entspricht. Da kannst du nach der Steuererklärung auch gleich noch den Antrag auf die deutsche Staatsangehörigkeit stellen. Ich empfand diese Idee als tröstlich, nicht zuletzt deshalb, weil ich das Gefühl hatte, sie half mir aus dem Selbstmitleid und den trübsinnigen Gedanken heraus, die mich zu verschlingen drohten. Der beste Ausdruck, der mir dafür einfiel, war ein Deutscher: die Flucht nach vorne antreten. Auf Englisch: taking the bull by the horns, den Stier bei den Hörnern zu packen. Nur wenige Wochen nach dem Referendum hatte ich beim Bundesamt für Migration und Flüchtlinge einen Termin gemacht. Als ob die hier nicht genug zu tun haben, auch ohne Fälle wie mich, Begleiterscheinungen von nationalen britischen Querelen, dachte ich fast schuldbewusst, als ich neben Iraken, Syren, Afghanen und Marokkanen in die Schlange einreihte und mich ziemlich klein fühlte. Dort wartete ich also, mit einem Verwaltungsbeamten zu sprechen, der mir sagen würde, welche Anforderungen ich genau zu erfüllen hatte. Als Korrespondentin für meine Zeitung, dem britischen Guardian, hatte ich im dramatischen Sommer 2015 über die schwindelerregenden Tage der Flüchtlingskrise berichtet und schon damals Stunden in den Amtsstuben des BAMF in Berlin und Bayern verbracht. Ich war sogar kurz bei der freiwilligen Initiative dabei gewesen, die Flüchtlinge in unsere direkte Nachbarschaft in Empfang genommen hatte. Ich hatte Essen ausgegeben, Bettwäsche ausgepackt und Menschen ersten Brocken Deutsch beigebracht. Es war das erste Mal gewesen, dass ich sowohl Berichterstatterin als auch persönlich in
mangels eines besseren Begriffs die Geschichte oder Bericht involviert war. Und jetzt stand ich hier als Teil der Schlange und war erneut und unfreiwillig so etwas wie ein Teil dieser Geschichte, was mir unangenehm war und mich demütig werden ließ. Denn mein Unglück bestand natürlich nicht darin, in Krieg oder Armut gefangen zu sein, wie die meisten um mich herum, sondern darin, Bauernopfer geworden zu sein im politischen Schachen anderer. So zumindest nahm ich es wahr. Gleichzeitig fühlte ich mich, als stellte ich mich an für einen Fahrschein, der meine Sicherheit garantieren würde. Mein eigenes Land erschien mir wie ein Schiff, das geradewegs auf einen unberechenbaren Sturm zusteuerte. Was ich hier nun tat, würde mir einen Platz auf dem Rettungsboot garantieren, falls es notwendig werden sollte, von Bord zu gehen. Beziehungsweise bedeutete es sogar, dass ich die Füße schon auf festem Land haben würde, bevor die Katastrophe eintrat. Die deutsche Staatsangehörigkeit, war meine Versicherungspolize. Die Kosten dafür 250 Euro, der Großteil im Vorfeld zu entrichten. Der Rest fällig mit Erhalt der Bestätigung, dass meinem Antrag stattgegeben würde, erschienen mir mehr als erzwinglich. Vor allem, wenn man bedenkt, dass die britische Staatsangehörigkeit schwindelerregend 1.282 Pfund kostet. Sollte es für den Antrag auf die deutsche Staatsangehörigkeit hilfreich oder nötig sein, war ich auch darauf vorbereitet, Rilkes Herbsttag, mein deutsches Lieblingsgedicht, oder Auszüge aus Schillers Glocke aufzusagen oder sogar Freude, schöne Götterfunken vorzusingen. So hatte ich es mir morgens am Frühstückstisch überlegt. Stattdessen aber händigte man mir in einem nüchternen, einstündigen Gespräch in einem überheizten Zimmer eine ellenlange Liste aus, auf der alle Unterlagen aufgeführt waren, die ich noch beizubringen hatte, sollte ich es mit meinem Antrag ernst meinen. Hinzu kamen diverse andere Aufgaben, die zu erledigen waren, bevor ich mich wieder bei der Sacharbeiterin melden dürfte, um dann über den Stand meines Antrags unterrichtet zu werden. Zu den fehlenden Unterlagen gehörte unter anderem die sogenannte Loyalitätserklärung, die ich lesen und unterschreiben sollte, zu den Aufgaben ein einfacher Sprachtest, mein Abschluss im Fach Deutsch in einer britischen Universität sei nicht ausreichend als Beweis, dass ich Deutsch konnte, teilte man mir mit. Ein Einbürgerungstest sowie die entsprechenden Zertifikate, die belegten, dass ich diese Tests bestanden hatte. Außerdem musste ich noch mindestens 20 weitere Dokumente einreichen, die meisten davon Nachweise darüber, dass ich dem deutschen Staat nicht auf der Tasche liegen würde. So langsam schwante mir, worauf ich mich da eingelassen hatte. Nur wenige hatten damals mein ungläubiges Entsetzen nachvollziehen können, als die erste Post, die meine Kinder wenige Tage nach ihrer Geburt in Deutschland bekamen, ihre Steuernummer enthielt. Ich hatte nicht viel Verständnis für diese meiner Ansicht nach recht kaltherzige Geste. Und da stand ich nun und entschied mich aktiv und freiwillig, die bürokratische Buchse der Pandora weiter zu öffnen und damit garantiert bis an mein Lebensende weitere Mitteilungen dieser Art zu erhalten. Gleichzeitig begann ich zu verstehen, dass von mir als Deutsche erwartet würde, diesen Aspekt des Lebens mit offenen Armen willkommen zu heißen oder ihn zumindest klaglos zu begegnen. Es hat mich im Laufe der Jahre wiederholt in Erstaunen versetzt, dass sich kaum ein Deutscher je über die Stunden und Stunden beschwerte, die er mit dem Ausfüllen von Formularen, dem Ziehen von Wartenummern und dem physischen Aufsuchen von Behörden verbringen musste, um sich irgendwo an, ab oder umzumelden. Stattdessen scheinen die meisten all das mit einem hohen Grad an, so sagt mein Mann, buddhistischer Gelassenheit als selbstverständlichen Teil des Lebens zu akzeptieren. Den Anweisungen der BAMF-Sacharbeiterin folgend verbrachte ich meine Freizeit in den kommenden Wochen damit, einen B1-Deutschtest zu absolvieren, mich einem 33-Fragen-Multiple-Choice-Test zur deutschen Geschichte und Gesellschaft zu stellen und sämtliche verlangten Dokumente beizubringen, angefangen bei Geburtsurkunden, die meinige und meine Kinder über Steuerbescheide, die belegten, dass ich schuldenfrei war, bis hin zu Arbeitsverträgen, Kontoauszügen, Heiratsurkunden, Versicherungen und viel mehr. Als ich zum Einbürgerungstest kam, lief ich meine Freundin Louise über den Weg, die als Englischlehrerin an einer Berliner Schule arbeitet.
Es war ein freudiges Zusammentreffen, ganz so, als ob wir uns am Kartenschalter begegneten und erfuhren, dass wir beide einen Platz auf demselben Dampfer in Aussicht hatten, der uns in Sicherheit bringen sollte. Dass wir uns dort trafen, war für mich zugleich eine Bestätigung, dass mein Schritt keine Überreaktion war, sondern auch anderen Briten plausibel erschien. Und zwar nicht nur Einzelnen, sondern ganzen Scharen, wie ich bald feststellen sollte. Beim Einbürgerungstest waren 17 Prüflingen im Raum. 5 davon kamen aus Großbritannien. Alle lebten schon lange in Deutschland. Die meisten hatten, so wie ich, deutsche Partner und Kinder. So viele Briten hatte ich noch nie, meinte die Dame, die die Aufsicht führte. Gehe ich recht in der Annahme, dass sie alle wegen des Brexits hier sind? Wir antworteten mit einem einhelligen Ja, in den meisten Fällen begleitet von einem peinlich berührten, schiefen Grinsen. Ja, ich fürchte, ich komme aus Brexitland, kam es von Ed, der seit 27 Jahren in Deutschland lebte und den Kopf theatralisch beschämt in den Händen barg. Die Aufsichtsdame nickte mit hochgezogenen Augenbrauen, als sei sie überrascht von dieser Erkenntnis und zugleich stolz darauf, persönlich Zeugen eine kleine Szene der Weltgeschichte zu werden. Ich empfand Eds Reaktion als angemessen. Wir waren uns einig. Man konnte sich nur noch winden und den Hintern zusammenkneifen. Bei dem Gedanken daran, was uns in diesen Raum verschlagen hatte, drehte sich einem der Magen um. Wie schnell es in Großbritannien zur Normalität geworden war, darüber zu diskutieren, ob es rechtens sei, bei Geflüchteten Zahnuntersuchungen vorzunehmen, damit sie keine falschen Angaben über ihr Alter machten. Wie alltäglich es geworden war, von Brandbombenattentaten auf polnische Geschäfte zu hören oder von Autos mit ausländischen Nummernschildern, denen regelmäßig die Reifen zerstocken würden. Die Post-Brexit-Atmosphäre in Großbritannien war beschämend. Den Ankreuz-Einbürgerungstest bestand ich mit voller Punktzahl. Auch wenn mir jedes andere Ergebnis nach all den Jahren, die ich in Deutschland gelebt und gearbeitet hatte, speziell als Journalistin, wie blankes Versagen vorgekommen wäre, war ich doch erleichtert, dass es sich ausgezahlt hatte, den Stoff vorher zu pauken. Unter den eher obskuren Fragen gab es eine zum Briefgeheimnis, das mir in all meinen Jahren in Deutschland noch nie begegnet war. Eine andere drehte sich um in der DDR lebende Ausländer. In der DDR leben vor allem Migranten aus. Punkt, 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 Fragezeichen. Antwort: Die Mehrheit kamen aus Vietnam, Polen und Mosambik. Wie bei vielen der anderen Fragen auch, fragte ich mich, wie viel Bio-Deutsche wohl die Antwort wüssten. Diverse Freunde bestätigen meine Zweifel und konnten einige der Fragen, als ich sie ihnen später stellte, tatsächlich nicht korrekt beantworten. Bei uns Deutsch-Briten sind diese Fragen mittlerweile zu einem beliebten Dinner-Quiz geworden, das wir spielen, wann immer Briten und Deutsche zusammenkommen. Den Sprachtest legte ich ein paar Monate später ab, in September 2016, eine ganztägige Angelegenheit, für die ich mir freinehmen musste und die daran gipfelte, dass der bereits erwähnte Ed aus Essex und ich mündlich unsere Deutschkenntnisse unter Beweis stellen sollten, indem wir vor den Prüfen ein Gespräch über Internet-Shopping führten. Wir fanden die Situation überaus komisch. Zwei Briten, die etwas anderes miteinander sprechen als Englisch. Wir müssen uns an uns halten, um nicht ständig zu kicken. Dass man in Berlin zwei Deutsche Englisch miteinander sprechen hört, ist nicht ungewöhnlich. Doch Briten kommen eher selten in die Verlegenheit, in einer Fremdsprache miteinander kommunizieren zu müssen oder zu dürfen. Die Absurdität der Situation würde noch dadurch gesteigert, dass wir beide fließend Deutsch sprachen. Das sollten wir auch nach all der Zeit, die wir hier sind, und einen Test absolvierten, der eigentlich deutlich unter unseren Fähigkeiten lag. Die überraschten Gesichter der beiden Prüfer, die ein einfaches B1-Niveau erwartet hatten, waren unbezahlbar. Anfänglich waren die beiden noch steif und offiziell, doch schon bald klopften wir uns vor Lachen auf die Schenkel, ein willkommener Heiterkeitsausbruch wie ein Dampf ablassen, ein Ausdruck dafür, wie absurd es letztendlich war, dass wir neben all den deutlich würdigeren Fällen aus der Ukraine, aus Somalia und Syrien überhaupt in diesem Raum saßen. Nigel Farage, der Anführer von der Pro-Brexit-Bewegung UKIP, diesem Idioten und seinen unerfüllbaren Versprechungen sei Dank. Am Ende hatten wir zwei Brexit-Vertriebene einander durch die letzten Prüfungen
des Tages hindurch geholfen. Seltsame Situation, schrieb Ed später in einer SMS. Ein Gefühl wie alle Mann in die Rettungsboote. Das war sie, da war sie wieder, dieser Seefahrer-Metapher. Nach vielen langen Abenden, in denen ich meine Unterlagen zusammensucht und einen Papierberg zusammengetragen hatte, der als Berechtigungsnachweis hoffentlich ausreichen würde, war ich im Dezember 2016 soweit, sämtliche verlangten Dokumente beim Amt einreichen zu können. Die Sacharbeiterin, mittlerweile ein vertrautes Gesicht, brauchte mehr als eine Stunde, um in sämtliche Kästchen ihr Häkchen zu setzen und so sicherzustellen, dass ich mein Soll erfüllt hatte. Sie schickte mir zum Kassenwart, eine Frau Guldenpfennig, um eine Anzeige zu leisten und sagte mir schließlich, jetzt müsse ich nur noch ein wenig Geduld haben. Innerhalb von 6 bis 9 Monaten werde mir per Post mitgeteilt, ob meinem Antrag stattgegeben würde oder nicht. Die Tragweite meines Unterfangens würde mir erst in dieser Phase so richtig bewusst. In der Wartezeit hatte ich Gelegenheit, über meine Entscheidung nachzudenken und herauszufinden, ob ich wirklich alles hatte, was ich brauche, um eine richtige Deutsche zu werden. Bereits einige Monate zuvor hatte ich eine Menge Stoff zum Nachdenken in die Hand bekommen. Damals hatte ich im Bundestag auf der Pressetribüne gesessen, um über eine Beschlussvorlage der Grünen zu berichten, die vorsah, Einbürgerungsanträge von britischen Staatsbürgern zu beschleunigen. Katrin Göring-Eckert, der damalige Parteivorsitzende der Grünen, hatte mir bereits im Vorfeld der Parlamentsdebatte gesagt, für die 107.000 gut integrierten in Deutschland lebenden Britinnen und Briten ist es doch unvorstellbar, nur wegen der Brexit-Tragödie zurück nach Großbritannien geschickt zu werden. Deswegen haben die Grünen diesen Antrag auf die Tagesordnung gesetzt. Die Art und Weise allerdings, in der sich manche der Abgeordneten ans Parlament wandten, löste bei mir latente Paranoia aus. In einigen Momenten der für Bundestagsstandards geradezu hitzigen Debatte, also das war noch vor der Ankunft der AfD im Parlament, fühlte ich mich persönlich angesprochen. Fuchtelten sie vom Rednerpult aus mit ihren mahnenden Zeigefingern nicht genau in meine Richtung? Etwa als einige Abgeordnete der CDU ihre Bedenken zum Ausdruck brachten, dass viele Briten die deutsche Staatsbürgerschaft aus reinem Opportunismus heraus beantragen könnten. Schließlich bemühten sie sich gerade nachweislich zum ersten Mal in Rekordzahlen um ihre Einbürgerung. Es sei doch nicht anzunehmen, so argumentierten manche, dass sie ihre Anträge aus Loyalität stellten oder aus wahrer Überzeugung heraus, Deutsche sein zu wollen. Marianne Wendt von der CDU sagte, er befürchte, Briten beantragten den deutschen Pass nur, um am Flughafen nicht in der langen Schlange derer stehen zu müssen, die nicht dem Schengen-Raum angehören. Was Deutschland denn davon habe, wollte er wissen. Barbara Woltmann, ebenfalls CDU, hob empört den Zeigefinger und sagte, die Staatsangehörigkeit lege man nicht wie ein Kleidungsstück an oder auch wieder ab. Beschleunigte Bearbeitung der Anträge von Briten sei, so wollte man, gleichbedeutend damit, den Missbrauch direkt demokratischer Elemente zu belohnen, womit sie das Brexit-Referendum meinte. Man sehe schließlich, wohin es führen könne, wenn Scharlatane mit falschen Informationen versuchten, die Leute zu Entscheidungen zu bringen, die nicht gut für das Land und die Menschen seien. Sehr wahrscheinlich meinte sie das Versprechen der Brexit-Befürworter, am prominentesten von denen Boris Johnson, die 350 Millionen Pfund, die Großbritannien angeblich pro Woche an die EU zahle nach dem Brexit, in die nationale Gesundheitskassen fließen zu lassen. Eine Behauptung, die von Anfang an eine dreiste Unwahrheit zu scheinen schien und sich mittlerweile auch als solche herausgestellt hat. Stefan Mayer von der CSU nannte den Antrag der Grünen integrationshemmend und warf ihnen vor, die Zwangsgermanisierung der Briten in Deutschland voranzutreiben. Britische Bürger, sagte er, hätten ohnehin alle Rechte, bis auf das Wahlrecht bei Bundestags- und Landtagswahlen. Rüdiger Weidt von der SPD schlug daraufhin wütend zurück.
Es geht hier und heute nicht um eine Zwangsgermanisierung von Briten, sagte er. Es geht vielmehr darum, dass Briten uns grundsätzlich sehr willkommen sind und dass es damit im Prinzip auch wünschenswert wäre, wenn sich viele von denen, die die Voraussetzungen erfüllen, hier bei uns einbürgern lassen. War das tatsächlich der Fall? Wurde ich zwangsgermanisiert? War ich Teil einer integrationshemmenden Politik? Kann man einen Menschen dazu zwingen, Deutsch zu werden? Und was heißt es überhaupt, Deutsch zu sein? Ich war dabei, genau das herauszufinden. Danke. Vielen, vielen herzlichen Dank, Kate. Das war aus dem Buch. Das gibt es übrigens vorne. Das können Sie sich im Anschluss gerne kaufen und signieren lassen. Jetzt möchte ich Ihnen gerne jemanden vorstellen, der ist den umgekehrten Weg gegangen. Also aus der deutschen Staatsbürgerschaft in eine andere Staatsbürgerschaft. Und zwar Thomas Borchert. Er ist Sozialwissenschaftler, Journalist und Buchautor. Und er hat die dänische Staatsbürgerschaft beantragt. Er lebt in Kopenhagen und Berlin. Für die Frankfurter Rundschau berichtet er aus Dänemark, Schweden, Finnland, Norwegen und Island und somit im Korrespondent, Skandinavien-Korrespondent der Frankfurter Rundschau. Und vorher hat er mehrere Jahre für die dpa gearbeitet. Er hat auch ein Buch geschrieben, zwei Bücher geschrieben, aber eins haben wir hier, nämlich die Gebrauchsanweisung für Dänemark. Die kann ich wirklich empfehlen, die Gebrauchsanweisung sowieso, aber auch die Gebrauchsanweisung für Dänemark. Ich habe sie gelesen und können Sie sich auch im Anschluss kaufen und signieren lassen. Und ich begrüße ganz herzlich Thomas Borchert. Ja, hallo. Vielen Dank, dass ich hier was sagen darf über Dänemark. Dass ich eigentlich in Däne bin, werde ich erstmal schon unter Beweis stellen, indem ich euch einfach duze, weil in Dänemark duzen sich alle, nur die Königin nicht. Seine Königin hier? Nein, also sind wir alle per Du. Ja, ich bin also seit 1983, ich mache das noch ein bisschen höher hier, ich bin seit 1983 in Dänemark und habe die ganze Zeit als Skandinavien-Korrespondent gearbeitet. Das ist aber nicht das, was mich dahin getrieben hat, sondern das ist eine sehr, sehr nette Dänin, von der ich herzlich grüßen soll. Mit der dänischen Staatsbürgerschaft habe ich angefangen, so mich gedanklich zu beschäftigen. 2015, als in Dänemark die doppelte Staatsbürgerschaft eingeführt wurde. Da habe ich ein paar Jahre gegrübelt, auch ein bisschen angefangen mit dem Prozess, mit der Staatsbürgerschaftsprüfung, aber mich nicht entschließen können. Und endgültig habe ich mich entschieden Ende letzten Jahres und das hatte drei Gründe. Der erste Grund ist ganz normal, das uneingeschränkte Wahlrecht in einem Land ist irgendwie der klarste Ausdruck dafür, dass man ein vollwertiger Bürger ist in einem Land, in dem man lange gelebt hat. Und sich auch so fühlt. Das geht mir genauso wie wahrscheinlich den meisten anderen Menschen, die ausgewandert oder eingewandert sind. Der zweite Grund heißt Brexit. Dazu haben wir ja schon ein bisschen was gehört. Dieses Chaos, was ich gesehen, gelesen, gehört habe für EU-Bürger in Großbritannien oder für Briten in anderen EU-Ländern, das hat mein Grundvertrauen, dass ich als EU-Bürger in Dänemark, also im EU-Land Dänemark, bis an mein Lebensende dieselben Ansprüche auf Leistungen des Staates und auf alle anderen Bürgerrechte habe. Diese Grundsicherheit, die ist durch den Brexit weg. Also in so einem Land wie Dänemark kann man sich durchaus vorstellen, dass das, was man vornehm nennt, Renationalisierung von Politik, dass das irgendwann auch mal dazu führt, dass politische Mehrheiten sagen, also warum sollen wir Pflegeheimplätze nicht zuerst an richtige Dänen geben und dann kommen erst die aus den anderen EU-Ländern. Und der dritte Grund ist, dass ich die Staatsbürgerschaft irgendwo jetzt auch begreife als, oder meinen Antrag auf Staatsbürgerschaft und meine Beschäftigung mit der Einbürgerung generell als Thema, so als politische Aktivität, weil es ein Feld ist, das hatte Mekkonen schon zu Anfang gesagt, das immer so ein bisschen untergeht. Und das führt auch dazu, dass die rechten Nationalisten, die Populisten, da also ziemlich ungestört rumwüten können. Das haben sie in Dänemark gemacht. Zwei Tage, nachdem ich
meinen Antrag eingereicht habe, am 30. Dezember 2018, ist so eine Neuregelung in Dänemark in Kraft getreten, die alle kennen unter dem Sammelbegriff Zwangshändedruck. Das bedeutet, dass wenn der Antrag auf Einbürgerung bürokratisch voll durch ist und die Staatsbürgerschaft trotzdem noch nicht in Kraft treten kann, ehe wir nicht bei einer Zeremonie mit Teilnahmepflicht einem Vertreter des Staates die Hand gedrückt haben. Und das Ausländerministerium hat auch an alle Kommunen eine genaue Gebrauchsanweisung geschickt, wie das zu handhaben ist. Der Händedruck hat zu geschehen von Angesicht zu Angesicht, ohne Handschuhe, mit flacher Handfläche an flacher Handfläche. Es ist ja im Titel dieser Veranstaltung angegeben, dass wir auch die skurrilen Seiten von Einbürgerung hier zur Sprache bringen. Damit kann ich locker den ganzen Abend füllen. Ich will aber ein bisschen was zu den politischen Voraussetzungen erstmal sagen, zwei, drei Sätze, damit ihr mir die Beispiele, die ich dann bringe, auch wirklich glaubt. Sonst sagt der eine oder andere, der spinnt, das gibt's doch nicht. In Dänemark haben die Rechtspopulisten der dänischen, Entschuldigung, wenn ich huste, ja, das ist gut, haben die Rechtspopulisten der dänischen Volkspartei sich in den letzten 20 Jahren nach und nach so eine Art Monopol über die Gestaltung der Zuwanderungspolitik erobert. Die nennt man in Dänemark nur Ausländerpolitik. Das ist geschehen, indem sie von Mitte rechts, dem traditionellen Mitte rechts Lager als Mehrheitsbeschaffer ins Regierungslager geholt worden sind und als Gegenleistung eben einfach praktisch freie Hand bei der Ausländerpolitik bekommen haben. Das hat so gut funktioniert und hat so durchgeschlagen, dass vor 3-4 Jahren auch die Sozialdemokraten entschieden haben, wir machen das voll mit, wir stehen dahinter. Wenn wir die Regierung bekommen, werden wir an dieser Politik, an den Grundlagen der Politik, dieser extrem harten Zuwanderungspolitik nicht das Geringste ändern. Die Sozialdemokraten haben ja wieder die Regierung seit Juni nach den Wahlen und haben da beim Antritt hoch und heilig versprochen, diese harte Ausländerpolitik einschließlich der Einbürgerungspolitik, die bleibt so. Ja, das alles habe ich ja gewusst, als ich meinen Einbürgerungsantrag gestellt habe. Ich bin also nicht naiv rangegangen. Aber ich muss sagen, als ich dann letztes Jahr vor dem Antrag saß am Computer und ihn ausfüllen musste, ist mir also wirklich die Spucke weggeblieben. Ich habe einfach nicht glauben wollen, was da im Kleingedruckten steht und was wir als Antragsteller machen müssen. Ich will das an zwei Beispielen euch erläutern. Und das geht dabei um die Punkte, die heißen im Antrag Aufenthaltspflicht und kriminelle Vorkommnisse. Aufenthaltspflicht. Als Antragsteller müssen wir jeden Auslandsaufenthalt der letzten 12 Jahre im Detail auflisten. Mit Datum, Ort und genauem Zweck. Und es steht in der Gebrauchsanweisung auch ausdrücklich da, das gilt auch für Wochenendausflüge. Ich habe es, wie die meisten, die davor sitzen, einfach nicht glauben wollen und bei der Telefonhotline vom Einbürgerungsamt angerufen und gefragt, also wenn ich von Kopenhagen ins benachbarte Malmö in Schweden, das ist die Öresundbrücke, das sind 20 Kilometer, ja, wenn ich da abends zum Konzert mit Ben Morrison will oder am Samstag zum Einkaufen fahre, muss ich das angeben. Unbedingt, haben die gesagt, unbedingt. wir können uns sonst keinen Überblick verschaffen. Ich bin ein preußischer Untertan und habe also angefangen, in so speckigen alten Papierterminkalendern zu wühlen. Ich habe die Fotosammlung von unseren Familienurlauben seit 2007 genau durchgeguckt, um Urlaubsdaten und Orte zu finden. Ich habe auch alte Festplatten von längst verblichenen Computern wieder zu neuem Leben erweckt, in der Hoffnung auf Bahntickets, Ostseefährentickets und all sowas. Und habe dann, also das ging über Erwarten gut, ich habe eine Liste mit 132 Auslandsaufenthalten der letzten 12 Jahre zustande bekommen und das in eine Excel-Liste gepackt und war auch stolz auf mich. Weil ich eigentlich erwartet hatte, dass ich Schluri, also sowas, zustande bekomme.
mit dem Stolz war es sofort vorbei, als Excel mir die Summe der Tage mit Auslandsaufenthalten ausgerechnet hatte. Die war nämlich so 1,5 Jahre. Und es gibt eine weitere Regel im dänischen Einbürgerungsrecht, die besagt, wer in den letzten 9 Jahren mehr als 1 Jahr außerhalb von Dänemark sich rumgetrieben hat, kann kein Däne werden. Bei mir fiel also wie Blei ins Gewicht, dass ich als Skandinavien-Korrespondent ja immer laufend in, wie du schon gesagt hast, Schweden, Norwegen, Island, Finnland rumgereist bin. Ich habe eine jetzt 91 Jahre alte Mutter in einem Altersheim in Hannover, die freut sich auch, wenn ich sie besuche. Von der soll ich auch herzlich grüßen und morgen fahre ich auch wieder hin. Und wir haben eben auch eine Zweitwohnung in Berlin, da sind wir auch gerne, das habe ich auch aufgelistet und das sieht in dem Einbürgerungsantrag gar nicht gut aus. Die Behörde hat die Excel-Liste, wie sie die bewertet und welche Entscheidungen sie trifft, liegt vollkommen in ihrem eigenen Ermessen. Sie kann sagen, nee, entsprechend der Regel mit einem Ja bist du drüber, Antrag abgelehnt. Sie kann sagen, nein, wir haben den Gesamteindruck, dass du doch vielleicht Dänemark als dein Heimatland betrachtest. Okay. Oder sie kann den Fall überweisen an den Einbürgerungsausschuss vom Parlament. Der entscheidet über so Zweifelsfälle und zwar per geheimer Abstimmung. Und das sind politische Abstimmungen. Dazu kann ich, wenn Zeit ist, noch gerne was erklären. Ich habe weder einen Anspruch darauf, dass das mir gegenüber begründet wird. Und ich habe nicht das Geringste, also wenn ich sage, meine ich alle Antragsteller. Wir haben auch nicht das Recht auf Einspruch. Es gibt keine Möglichkeit, Einspruch einzulegen. Es gibt auch keine Möglichkeit, vor Gericht zu gehen. Der zweite Punkt, den ich euch vorher genannt habe, sind die kriminellen Vorkommnisse. Und das finde ich unterm Strich alles noch ein bisschen verrückter. Da ist es so, dass man im Antrag sämtliche, der Ausdruck ist dann kriminellen Vorkommnisse im eigenen Leben, sowohl die in Dänemark als auch die davor, detailliert auflisten muss. Es gibt keine Bagatellgrenze nach unten. Es muss alles aufgelistet werden. Die Beispiele kommen noch und das hat Konsequenzen. Es gab vor 3-4 Jahren mal so einen Fall in Dänemark, ein Flüchtling aus Afghanistan, seit 13 Jahren in Dänemark, vorbildlich integriert, alles super, alles perfekt, also ein Musterflüchtling, ja, von dem man nur träumen kann, bis er vor seinem Haus den Unkrautbrenner in Gang setzte und dabei also aus Versehen die eigene Hecke in Brand setzte. Da passierte nichts, der Brand wurde schnell gelöscht, aber er bekam von der Polizei einen Bußgeldbescheid über 400 Euro umgerechnet. Und 400 Euro ist genau die Grenze, ab der der dänische Staat sagt, dich nehmen wir nicht. Der Antrag wurde abgewiesen. Nach der Regel war es so, dass er 5 Jahre Quarantäne bekam und dann nach 5 Jahren wieder von vorne anfangen durfte. Ihr schüttelt mit dem Kopf. Ich schwöre, es ist so. Ich kann es belegen. Weiteres Beispiel. Großbritannien. Ein Brexit-Flüchtling. Eine Frau, die ist noch ein bisschen älter als ich und die ist noch ein bisschen länger in Dänemark gewesen als ich. Die hat dann brav und pflichtschuldigst, ja, als kriminelles Vorkommnis aus ihrem Leben angegeben, dass sie 1962 bei einer Demo während der Kuba-Krise 2 Stunden in Polizeigewahrsam war wegen zivilen Ungehorsams. Daraufhin hat die Behörde einen monatelangen Mailkrieg mit ihr angefangen, Dokumentation von der britischen Polizei verlangt und sie hätte unbedingt noch weitere Einzelheiten angeben müssen. Sie hat dann die Staatsbürgerschaft bekommen und war da also dann noch besser dran als ein Amerikaner. Der hatte auch genauso pflichtschuldig, im Grunde ja genauso freiwillig, weil wer sollte sonst darauf kommen, angegeben, dass er vor 20 Jahren, 1998 in Schweden, das Minimalbußgeld von 80 Euro für zu schnelles Fahren bekommen hat. Und auch hier wilder Mailkrieg. Die Behörde verlangt Dokumentation von der schwedischen Polizei. Die schwedische Polizei antwortet, ja, also sowas vernichten wir natürlich nach 5 Jahren schon aus Gründen von Datenschutz und Persönlichkeitsschutz, da gibt es nichts.
Der Antrag dieses Mannes auf Einbürgerung wurde abgewiesen mit der Begründung, er habe nicht beweisen können, dass hinter dem Bußgeld nicht ein viel schlimmeres kriminelles Vorkommnis gesteckt habe als angegeben. So, diese Fälle, ich beschäftige mich ja nicht nur mit meinem eigenen Antrag, wie ihr merkt, sondern auch mit Einbürgerung generell. Als ich diese Fälle da mir zu Ohren kam, da habe ich gedacht, komisch. Ich habe auch so eine Leiche im Keller. Das fiel mir aber erst ein, als ich meinen Antrag schon abgeschickt hatte. Und ich habe Juristen gefragt, sag mal, muss ich das jetzt noch nachträglich angeben? Und die haben gesagt, unbedingt, unbedingt. Wenn du von einem kriminellen Vorkommnis in deiner Vergangenheit darüber Bescheid weißt und das nicht angibst, kann das deinen Ausschluss von der Staatsbürgerschaft für immer bedeuten. Weil du ja lügst, weil du verschweigst. Ja, also Eingebürgerte oder Antragsteller auf Einbürgerung lügen erst recht nicht. Und deshalb habe ich dem Einbürgerungsamt noch das nachträglich sozusagen als Geständnis geschickt, was ich euch jetzt vorlese. Das ist aus einem Reiseführer über Kopenhagen, den ich vor ein paar Jahren geschrieben habe. Übrigens auch ein ausgezeichnetes Buch, wenn ihr mal nach Kopenhagen kommt. Da steht also in dem Kapitel über die Herrlichkeiten von Kopenhagen als Fahrradstadt Folgendes. Eine ganz andere Gefahrenquelle übersah ich vor ein paar Jahren beim Radeln im schönsten Sonnenschein durch die Innenstadt am Nytor. Wie fast jeder hier rollte ich bei Rot langsam über die Fußgängerampel am Streu der Einkaufsmeile. Hast du einen Moment Zeit? Rief mir eine Frau im Sommerkleid lächelnd zu. Klar, flötete ich zurück und sprang mit Schwung vom Rad. Du hast gerade mehrere Verkehrsregeln verletzt, sagte die Kopenhagenerin immer noch lächelnd, zeigte ihre Polizeimarke und verpasste mir einen Strafzettel. Ja, das ist also mein kriminelles Vorkommnis, das ich gestanden habe. Und ich könnte also jetzt wirklich noch sehr viel weitermachen mit solchen skurrilen Geschichten. Das Problem ist, dass die meisten, die sich in diesem Rahmen abspielen, eben nicht lustig sind. Und sie treffen eben auch meistens nicht solche Luxuseinwanderer wie mich, Zuwanderer wie mich, sondern andere Leute, für die sie ja auch gemacht worden sind, die sich eben nicht wehren können, indem sie zum Beispiel so groteske Fälle öffentlich machen, sondern die einfach aufgeben oder gar nicht erst anfangen. Und da will ich einfach auch mal zwei Beispiele vortragen. Das erste hat mir erzählt eine Frau, die Mitglied ist im Parlamentsausschuss für Einbürgerung, der immer geheim tagt, es gibt keine Protokolle, die Abstimmungen sind völlig unkontrollierbar. Und sie erzählte mir folgende Geschichte. Eine Frau aus Weißrussland hat in Dänemark politisches Asyl bekommen, weil sie als Oppositionelle gegen das Lukaschenko-Regime im Gefängnis gesessen hat. Nachdem für sie die Möglichkeit bestand, die Staatsbürgerschaft zu beantragen, hat sie das gemacht und dem Antrag ihre Asylpapiere beigefügt als Dokumentation, was dazu führte, dass die Einwanderungsbehörde ihren Antrag auf Einbürgerung abgelehnt hat mit der Begründung, dass ihre Gefängnisstrafe in Weißrussland natürlich ein so schweres kriminelles Vorkommnis gewesen sei, dass die Staatsbürgerschaft in Dänemark nicht in Frage kommen könne. Das zweite Beispiel ist aus meiner Familie, aus meiner angeheirateten dänischen Familie. Ich habe eine Schwägerin aus Polen, die genauso nach Dänemark gekommen ist wie ich. Sie hat einen älteren Bruder meiner Frau geheiratet, hat 40 Jahre als Reinigungskraft für eine Zeitung gearbeitet, bis zu ihrer Rente, vom ersten bis zum letzten Tag. Sie hat zwei Kinder großgezogen, sie ist nie straffällig geworden, sie hat nie irgendwelche Sozialleistungen des Staates in Anspruch genommen, für die es ja auch sehr enge Grenzen gibt, wenn man sich bewirbt. Aber für die ist die dänische Staatsbürgerschaft so weit weg wie für uns der Mars. Sie würde nie und nimmer die Sprachprüfung schaffen, die auch eine Voraussetzung ist in Dänemark und wo die Anforderungen so hoch sind wie in keinem anderen Land in Europa, außer Österreich. Der Anspruch ist, dass man auf dem Niveau der Abschlussprüfung für Gesamtschüler nach der 9. Klasse sich ausdrücken, schreiben und konversieren kann. Das ist für sie völlig undenkbar. Das Gute an der Sache ist, es ist ja völlig Schnurz. Sie sagt, das Einzige, wo mir der dänische Pass fehlt, ist, wenn ich auf dem Flugplatz merke, dass ich den polnischen vergessen habe. Aber für mich
ist es ein Ausdruck von Apartheid. Ganz einfach. Das habe ich vor ein paar Wochen in so einem größeren Zeitungsartikel in Dänemark auch geschrieben. Und da kam ein paar Tage später eine Mail von einem, dem erfolgreichsten dänischen Wahlkämpfer aller Zeiten, einem Rechtspopulisten namens Morten Messerschmidt von dieser populistischen dänischen Volkspartei. Und der schrieb mir zurück, also, bitte? Jo, also der, also den könnte ich jetzt auch Geschichten erzählen, aber egal. Der schrieb, super Artikel, lieber Thomas, vielen Dank, große Klasse, du hast den Irrsinn dieses Einbürgerungsrechts völlig korrekt dargestellt. Ich habe auch Freunde, die darunter zu leiden haben. Und es gibt nur eine Lösung, wie wir da davon wegkommen, wie wir da Ordnung reinbringen. Und das ist, indem wir uns von den heiligen Kühen der internationalen Konventionen endlich verabschieden und zwei Regelsätze machen. Ein Regelsatz für den marokkanischen Schafhirten, der zu uns gekommen ist, und ein Regelsatz für die US-Professoren. Ein Parteikollege von ihm, der Vorsitzender in dem Einbürgerungsausschuss war, hat mir im Interview auf Band, ohne irgendwelche, also das bleibt aber unter uns, nein, ganz offen gesagt, bei Abstimmungen im Einbürgerungsausschuss über Einzelfälle stimmt er grundsätzlich immer mit Nein, wenn der Name so klingt, als ob der Antragsteller aus der islamischen Welt kommt. Zu den Zahlen. Also ist es, glaube ich, hoffentlich allen klar geworden, dass es ein Einbürgerungsrecht ist, das dazu da ist, Einbürgerungen zu verhindern. Und das passiert sehr erfolgreich. In Dänemark waren 2017 7.000 Einbürgerungen. In Schweden, das doppelt so groß ist, waren es 70.000. In Deutschland hat der Mekon gesagt 110.000. Das ist ja prozentual auch viel, viel mehr. Von 2017 auf 2018 sind die Zahlen mehr als halbiert. Also zuletzt waren es noch unter 3.000. Okay, ich glaube, ich bin so ein bisschen durch. Ich will nur also einen Satz noch so durch die persönliche Brille wieder sagen. Ich lebe wahnsinnig gerne in Dänemark und bin dem Land also ewig dankbar dafür, dass es mir eigentlich, ich bin da so ein bisschen als verbiesterter Junglinker hingegangen. Hier ist auch jemand, der das bestätigen kann, aus unserer gemeinsamen linken Zeit, Spatz. Und ich bin froh, das Land hat mir einfach einen viel optimistischeren, froheren und offeneren Blick aufs Leben vermittelt. Das ist klasse und es fühlt sich wahnsinnig komisch an, also merkwürdig, dass man ausgerechnet bei der Einbürgerung jetzt durch so einen total finsteren Prozess laufen muss. Und es fühlt sich für mich auch komisch an, wenn ich jetzt hier von einem deutschen Publikum sagen muss, was man von Dänemark lernen kann, auch in Sachen Einbürgerung, ist, was passiert, wenn der politische Mainstream oder die politische Mitte oder wie immer man das nennen will, sich also Rechtspopulisten erst öffnet, dann anpasst und dann ergibt. Und das schreit irgendwie nach Kampfgeist, finde ich. Dankeschön. Vielen Dank. Ja, vielen herzlichen Dank, Thomas, für die persönlichen Einblicke. Vielen Dank, Kate, auch für die persönlichen Einblicke. Und ich gebe ganz schnell weiter, damit wir dann im Anschluss auch Zeit haben, noch zu diskutieren, an Professor Dr. Dietrich Trenhardt. Ja, wir haben schon gemerkt, es mit Fontane zu sagen, ist ein weites Feld. Ich war vor 3 Monaten auf einem Kongress und habe da 2 Kollegen getroffen, die gerade Einbürgerungserfahrungen gemacht hatten. Der eine war ein Schwede, das bezieht sich jetzt, schließt sich ganz gut an, der schon ein paar Jahre in Holländer, der schon ein paar Jahre in Schweden gelebt hatte. Und er sagte mir, er hat sich dann schließlich entschlossen, sich einbürgern zu lassen. Und er bekam die Einbürgerung in 4 Tagen. Schweden hat wenig Datenschutz. Die Dokumente sind gut zugänglich. Und der Beamte konnte mit Klicks feststellen, dass er Geld verdient, dass er nicht straffällig war und die anderen Bedingungen. Und das Ganze wurde also sehr, sehr schnell vollzogen und ist eigentlich ein Musterbeispiel, das, glaube ich, international einmalig ist. Schweden hat eine Politik, die Einbürgerung zu fördern.
Ich habe, als ich anfing, mich mit Migration zu beschäftigen, mal einen Bericht eines Korrespondenten der Neuen Zürcher Zeitung gelesen. Der war einige Jahre in Schweden, bekam dann nach 5 Jahren eine Postkarte, ob er sich nicht einbürgern lassen wollte. Also eine Förderung und dass das laufen soll, ganz ähnlich wie in Kanada. Da ist es nach 3 Jahren, kann man nach 3 Jahren eingebürgert werden. Und das ergibt dann eine Normalität und es ergibt sehr hohe, wie das gerade schon gesagt wurde, sehr hohe Einbürgerungszahlen. Das andere Beispiel war eine Mexikanerin, die nach 500 Jahren in Spanien eingebürgert wurde. Spanien hat ja um 1492 die Juden ausgewiesen, deportiert. Und die meisten Juden sind dann in das damalige Osmanische Reich gegangen, nach Istanbul, nach Saloniki. Und Spanien hat vor einigen Jahren dann ein Gesetz gemacht, dass die Nachkommen dieser Menschen sich in Spanien einbürgern lassen können. Und das war dann ein etwas komplexer Zusammenhang. Aber im Grunde hat sie die Dokumente vorgelegt aus der jüdischen Gemeinde, dass sie diese Nachkommen aus dieser Gruppe ist. Also eine historische Aufarbeitung, die über das, was wir jetzt in den letzten 70 Jahren machen, noch weit hinausgeht. Und das zeigt auch die ganze Komplexität von Einbürgerung. Wenn man Einbürgerung versucht zu analysieren, kommt man auf 3 Momente. Ein Moment ist das identitäre Moment, also die Identifikation mit einem Land. Die Rückseite ist das, was da gesagt worden ist in der Debatte. Ist das ein Mensch, der richtig loyal ist oder macht er das aus anderen Gesichtspunkten heraus? Und das andere ist das Instrumentelle. Also Staatsbürgerschaft ist einerseits eine Sache, die vom Gefühl her mit Loyalität verbunden wird und in bestimmten Situationen wird ja auch Loyalität erwartet, auch vom Staat. Also wenn man im Ausland verhaftet wird, soll der Staat auch für einen sorgen beispielsweise. Und andererseits ist eine instrumentelle Sache, eine Day-to-Day-Sache, eine bürokratische Sache, die in manchen Ländern gut läuft, in manchen Ländern schlecht läuft. Und das dritte Moment ist natürlich das demokratische Moment, was auch schon angesprochen worden ist, die Willensbildung. Wenn ein großer Teil der Bevölkerung in einem Land keine Staatsbürgerschaft hat, ist es die Demokratie natürlich defizitär. Wir haben das in der Schweiz, wo etwa 1/4 der Bevölkerung, der stabilen Bevölkerung, keine Staatsbürger sind, auch weil die Einbürgerung sehr lange dauern. In der Schweiz muss man 12 Jahre da gelebt haben und dann, es ist nicht so schlimm wie beim Schweizer Mache mehr, aber es geht langsam, allerdings mit höheren Raten als bei uns. Die internationale Lage ist sehr widersprüchlich. Es gibt Länder, die auf dem Weg sind, das leichter zu machen. Es gibt Länder, die sich öffnen für die mehrfache Staatsbürgerschaft. In Deutschland ist das ja sehr umstritten, aber in der Praxis ist es so, dass 65% der Einbürgerung im letzten Jahr mit der doppelten Staatsbürgerschaft vollzogen worden sind. Es gibt Länder, also, die sich öffnen. Die rot-grüne Koalition ist schon genannt worden. Es gibt Länder, die das Jus Soli einführen für im Land geborene Kinder. Das gehört zum Einwanderungsland. Ist ja eine alte Tradition in den Vereinigten Staaten. Und es gibt andererseits Länder, die sich abschließen. Da haben wir gerade ein prominentes Beispiel schon kennengelernt. Österreich wäre ein anderer solcher Fall. Oder auch in Italien, wo die Berlusconi-Regierung dann die Weitergeltung von Staatsbürgerschaft über die 3. Generation hinaus erleichtert hat. Also die Idee, dass man, wenn man mal Italiener ist, dann Italiener bleibt und dann auch wählen kann. In dem Fall hat sich das nicht ausgezahlt, denn die Auslandsitaliener haben dann bei den Wahlen, wo Berlusconi abgewählt worden sind, für die Linke gestimmt, weil sie der Berlusconi-Propaganda nicht so ausgesetzt waren. Also eine Situation, die sehr unübersichtlich ist und
die sehr widersprüchlich ist. Wir wissen, dass auch in den Vereinigten Staaten zurzeit eher sie die Bewegung nach rückwärts geht und da immer wieder debattiert wird, ob dieses Jus soli, das Geburtsrecht, klassische Geburtsrecht in den Vereinigten Staaten, ob das wirklich jetzt nicht nur für die alten Einwanderer gelten soll, sondern ob das beispielsweise für Menschen, deren Eltern irgendwie illegal gekommen sind, ob das immer noch gelten soll oder ob man das nicht abschaffen. Das kann nicht, man wird es nicht abschaffen können, weil die Änderung der Verfassung in den Vereinigten Staaten sehr schwierig ist. Das ist manchmal ganz gut. Letzte Bemerkung zur Bürokratie. Wir haben eine, das ist ja geschildert worden, eine sehr schwerfällige Bürokratie in Deutschland. Und der politische Wille, die Einbürgerung voranzubringen, scheint sehr gering zu sein. Das hängt auch damit zusammen, dass andere Themen, beispielsweise das Flüchtlingsthema, sehr viel prominenter sind und über Einbürgerung nicht so recht viel gesprochen wird. Und dann auch das Argument der Zwangsgermanisierung kam. Früher kam das von linker Seite, als Heinz Kühn, der erste Ausländerbeauftragte, damals den Vorschlag gemacht hat, die Menschen sollten mehr eingebürgert werden, vor allem die jungen Menschen, kam das gerade auch von linker Seite, auch von Einwanderern, Zwangsgermanisierung. Von daher ist es sehr schwerfällig. In meinen Analysen bin ich jetzt auch dazu gekommen, ein Hauptproblem darin zu sehen, dass die Ämter sehr schlecht ausgestattet sind, personell, dass sie sehr schlecht bezahlt werden. Schwerpunkt des Nichtfunktionierens ist Berlin, wo die Einbürgerungsrate zwischen 2017 und 2018 noch mal entscheidend abgesunken ist. Sozusagen das Flughafenphänomen in Berlin, es funktioniert nicht. Und ich will jetzt als letztes mal etwas Positives über die Bürokratie sagen. Ich habe mich in England mit Leuten unterhalten, die da leben. Falls der Brexit wirklich zustande kommt, wird es so sein, dass die 3 Millionen Ausländer, die in England leben, es ganz schwierig haben, nachzuweisen, dass sie da wirklich leben. Es gibt keine Meldepflicht, was so schrecklich ist bei uns. Aber es hat manchmal auch seine positiven Seiten, wenn man eine funktionierende Bürokratie hat. Die 3 Millionen Ausländer in England werden sehr vorsichtig sein mit Auslandsreisen. Denn wenn man dann zurückkommt, muss man das beweisen. Sie werden auch Probleme haben beim Jobwechsel. Denn es gibt ja diese Politik des Hostile Environment für Ausländer, vor allem für bestimmte Ausländer, die dazu führt, dass jeder Arbeitgeber, jeder Wohnungsvermieter und viele andere gehalten sind, die Staatsangehörige die Legitimität des Aufenthalts zu überprüfen. Also abschließend, eine funktionierende Bürokratie ist ganz gut, aber sie könnte in Berlin auch noch besser funktionieren. Dankeschön. Bleib direkt hier. Du kannst direkt da bleiben. Darf ich euch noch dazu bitten? Ja, wunderbar. Ich würde gerne direkt mit einem Impuls beginnen. Herr Professor Trenhardt, wie groß ist die Verantwortung bzw. wie groß ist der Einfluss der momentanen rechtspopulistischen Parteien ja in ganz Europa, also nicht nur in Deutschland mit der AfD, sondern auch in den skandinavischen Ländern und auch in Großbritannien. Wie groß ist der Einfluss der rechtspopulistischen Parteien auf die Schwierigkeit der Einbürgerung? Geschildert worden ist ja das für Dänemark schon sehr, sehr plastisch. Da ist so ein Modellfall. Ich würde auch sagen, dass in Österreich der Einfluss der FPÖ in dieser Frage sehr groß ist und dass die anderen Parteien dem sozusagen nachgegeben haben oder schon bevor das sehr, sehr brenzlig wurde. In Großbritannien würde ich eigentlich vermuten, dass es eigentlich nicht die UKIP ist, sondern die Konservativen machen das selber. Die Hostile Environment Politik ist ja von der wie heißt die ehemalige britische Premierministerin? Ich habe es schon wieder vergessen. Frau May. Die war ja vorher Innenministerin, das war ihre Politik. Und das war eine Politik der dominanten konservativen Partei in Großbritannien.
die natürlich auch etwas mit der Einwanderung und mit anderen Dingen zu tun hatte. Also das ist da, aber es ist nicht unbedingt in allen Ländern die äußerste Rechte, sondern sind oft auch die Konservativen. Also auch in Frankreich war die Einschränkung von Jussoli, die eine Zeit lang gegolten hat, auch eine Politik, die die Gaullisten gemacht haben, wobei natürlich immer so ein Wechselspiel da ist zwischen der äußersten Rechten und der gemäßigten Rechten. Also in Deutschland wird sehr häufig von der AfD und auch von der Wählerschaft der AfD sehr despektierlich von Passdeutschen gesprochen. Also wer darf dazugehören und wer nicht. Das ist auch eine Beschimpfung, wenn man zum Beispiel die Nationalmannschaft sieht, dass dann dort die Deutschen mit Migrationshintergrund als Passdeutsche bezeichnet wird. Kate, ich würde gerne dich fragen, wie hast du das empfunden in dem ganzen Prozess deiner Einbürgerung? Gibt es eine Zweiklassen-Einbürgerungsbürokratie? Ich denke, das sieht man sehr eindeutig im positiven Sinne, wenn ich das so ausdrücken darf. Also wo ich sagen kann, alle Briten, die ich kenne, die diesen Schritt unternommen haben, haben nur positive Erlebnisse gehabt. Und das ist im Gegenteil zu anderen Fällen. Also ich habe das auch in meinem Buch thematisiert, was in Maxim Gorki Theater auf der Bühne kam, ein Stück, das hieß Get Deutsch or Die Trying. Ja? Und das hat also, das ging um einen türkischen Bürger, der versucht hat, die Staatsbürgerschaft zu bekommen. Und man konnte, es war basiert auf eine wahre Geschichte oder wahre Geschichten. Und man hat gesehen, wie viele Steine in den Weg gelegt worden sind für ihn. Und ich muss sagen, ich habe das Gefühl, und wir haben alle das Gefühl, dass die Behörden hier das aktiv unterstützt haben. Irgendwas kam von oben oder da waren generelle Abkommen. Man muss jede Briten, der kommt, der muss unbedingt unterstützt werden, dass diesen Prozess funktioniert oder klappt, bevor Großbritannien aus der EU aussteigt. Und das finde ich sehr interessant. Und auch dieser psychologische Druck, also das hat mir auch eine Anwältin, Jane Golding, die sehr prominent ist in als Repräsentantin von diesen 3 Millionen in Großbritannien und auch die 1,3 Millionen Briten, die in die EU leben. Sie hat gesagt, die Behörden erkennen diesen psychologischen Druck, worunter die Leute stehen und gehen aktiv dran und versuchen, denen zu helfen. Ja. Ich wollte eine Frage zu Dänemark. Also diese Hürden sind ja unglaublich. Also das wusste ich nicht. Ich höre das zum ersten Mal. Ganz besonders, dass die da auch offensichtlich keine Unterschiede machen. Jetzt, ob da jetzt wer die Staatsbürgerschaft beantragt. War das schon immer so in Dänemark oder ist das eigentlich durch die ganze Flüchtlingswelle, durch das ganze Politische oder auch natürlich auch das Auseinanderfallen der Länder und der Fluchtbewegung, ist es stärker geworden, ist es strenger geworden? Ja, es ist strenger geworden, aber die Antwort ist erstmal nein, es waren überhaupt keine Fluchtbewegungen, sondern es war einfach der erklärte Wille der Rechtspopulisten, wir machen das Einbürgerungsthema zu unserem Thema, wir schmeißen uns darauf und die sagen heute, wir haben die Einbürgerung politisiert. Das heißt, wir haben dafür gesorgt, dass im Parlamentsausschuss politische Kampfabstimmungen darüber stattfinden, ob die Bewerber A, B, C, D mit arabisch klingenden Namen genommen werden oder nicht. Das hat mit Flüchtlingsbewegungen nichts zu tun, sondern die Populisten haben es zu ihrem Thema gemacht und sich damit durchgesetzt. Machen Sie ja hier in Deutschland auch. Ich würde gerne noch mal einmal ganz kurz auf das Gefühl eingehen, weil das ist nämlich hier in Deutschland die Diskussion, das werden Sie wahrscheinlich alle drei mitbekommen, dass ganz besonders die konservativen Parteien immer sagen, man muss sich deutsch fühlen, also man soll sich identifizieren mit dem Land, man soll die Werte übernehmen, man soll die Kultur übernehmen, natürlich die Sprache sprechen, das sind so die Basics, aber auch dieses Bekennen zu Deutschland. Und wir sind ja jetzt hier unter uns. Fühlst du dich jetzt deutsch?
Also würde jetzt, wenn Herr Seehofer dich jetzt fragen würde, liebe Kate, also bekennst du dich zu Deutschland? Oder? Also ich verteidige Deutschland in manche Argumente in meiner eigenen Familie. Ich stehe zu Deutschland in einem Fußballspiel, solange die nicht gegen England spielen. Nee, also nee, aber selbst denn, ja, also das ist, wenn man merkt, dass Deutschland sich mehr bemüht hat. Also beim Fußball, ich bin nicht so ein Fußballfanatiker, also, aber ich habe versucht, das alles zu ein bisschen zu analysieren, weil was du erwähnt hattest am Anfang, das ist erstmal ein pragmatischer Schritt. Das ist, das hast du auch gut dargestellt. Aber dann muss es irgendwie, für mich war es klar, es gehört, diese Emotionen gehören dazu und das ist auch, dass man sich dazu bekennt und sagt, warum mache ich das, warum gehe ich diese ganze Sache durch? Und wenn man sagen würde, es hat nur mit dem Brexit zu tun, also natürlich war das der Schub, ich habe es nicht gebraucht, das habe ich so ausgedrückt. Ich war ganz glücklich hier als Bürgerin, also ich musste nichts beweisen, ich war Europäerin, ich kam aus Großbritannien, ich hatte die deutsche Sprache gelernt, also ich fühlte mich sehr wohl, ja, und dann plötzlich kam diese Brexit und hat alles auf den Kopf gestellt, aber ich denke, das gehört zu diesem Prozess, zu denken, ja, ich gehöre dazu und die Sprache ist natürlich elementar. Also das ist, wenn du die Sprache nicht hast, dann kannst du es vergessen. Auch wenn es nicht unbedingt, also es muss nicht so die höchste Niveau sein. Also aber man muss. Nein. Das muss unter uns bleiben, ja. Also. Nein, also ich sag's mal so. Ich habe mich halt vor 40 Jahren in eine blonde Dänin verliebt, ja, und deshalb bin ich in Dänemark gelandet. Finde das Land klasse, habe da unheimlich viel von gelernt. Wenn ich mich nun aus irgendwelchen anderen Gründen in eine schwarzhaarige Portugiesin verliebt hätte, wäre ich vielleicht dahin gegangen und hätte Portugal toll gefunden. Aber deshalb fühle ich mich nicht irgendwie als Kind dieses Landes. Und wie soll ich sagen, also ob ich mich als Deutscher, ich fühle mich auch als Deutscher, klar, weil ich hier geboren bin. Und ich fühle mich ein bisschen als Däne, weil ich da gelebt habe. Aber dass das das Grundgefühl ist, finde ich überhaupt nicht. Und man muss, finde ich, auch bei der Einbürgerungsdebatte aufpassen, dass man sich nicht in so einen nationalen Diskurs einzwängen lässt. Also mir ist doch, wie soll ich sagen, das Schicksal des, wie soll ich sagen, des Bergbauern in Kolumbien genauso wichtig wie das des Bauern in der dänischen Provinz oder irgendwo in Deutschland. Ja. Herr Professor, ich würde Ihnen noch mal zu dem europäischen Staatsbürgerschaft, die europäische Staatsbürgerschaft. Das ist ja eine Vision von Europa. Wie schätzen Sie das in der heutigen Zeit mit den Forderungen, dass wieder Grenzen geschlossen werden sollen, mit geschlossenen Grenzen de facto? Glauben Sie, dass das noch eine Perspektive hat? Ja, wie vorhin gesagt worden ist, man weiß nie. Aber ich glaube, die Leute haben sich an sich an die europäische Offenheit gewöhnt, wobei, glaube ich, in den Köpfen oft nicht ist, dass das ein europäisches Bürgerrecht ist, sondern einfach die Praxis ist offen und das ist da. Und es gibt, der Brexit war auch ein Erschrecken, glaube ich, nicht nur für Leute, die direkt betroffen waren davon, sondern auch in anderen Ländern, also die Bewegung, beispielsweise in Frankreich, gibt es viel weniger jetzt auch vom Front National die Forderung, aus dem Euro oder aus der EU auszusteigen, weil die dramatischen Folgen, die da kommen können, doch sehr abschreckend sind. Also die Sicherheit, die Offenheit, das, was zum europäischen Leben gehört, wird erst sehr viel bewusster, wenn das gefährdet ist. Und ich denke, das ist so die Antwort. Jetzt haben Sie die Möglichkeit, Ihre Fragen zu stellen. Bitte schön. Dankeschön. Erst etwas Skurriles und in der gebotenen Kürze natürlich und dann was Persönliches. Das Skurrile, vor nicht mal 90 Jahren haben viele Juden ihren Pass zerrissen, verbrannt, weggeworfen, haben alles getan, um den loszuwerden, insbesondere wenn ein J reingestempelt war. Und
ja, etliche Jahre später wurden Biografien gefälscht, wurden alle möglichen Anstrengungen unternommen, um Jude zu werden, weil Juden bekommen dann natürlich die Möglichkeit, auch in Deutschland und in anderen Ländern problemlos zu lösen. So verschiebt sich das mit dem Pass. Nun was Persönliches. Also ich habe eine jüdische Mutter, die hat die Shoah hier in Berlin überlebt. Ich könnte Aliyah in Israel machen und könnte einen israelischen Pass bekommen. 100 Fragen, Militärdienst lassen wir beiseite, ich bin 62, würde sich für mich nicht mehr stellen. Sehr, sehr schwierig, muss ich nicht machen. Habe einen ägyptischen Vater. Auch das gibt es manchmal. Ich weiß nicht, wie es ist, in Ägypten die Staatsbürgerschaft zu bekommen. Mein Arabisch ist fürchterlich. Ich glaube, dem Prüfer würden sich die Fußnägel aufrollen. Und die deutsche Staatsbürgerschaft, die bekam ich aberkannt in der DDR mit Aberkennungsurkunde. Eine richtig schöne Urkunde. Und der Major vom Ministerium für Staatssicherheit hat mir meinen Entlassungsschein mit Passbild in die Hand gedrückt und hat gesagt, das ist jetzt Ihr Ausweis, verlieren Sie den nicht mehr, haben Sie nicht. Und in der Bundesrepublik Deutschland musste ich dann einen Antrag stellen und da war ich dann Bundesbürger und dann Einwohner von Berlin-West. Wunderbar. Vielen Dank. Das ist eine schöne Geschichte. Haben Sie noch Fragen? Haben Sie noch skurrile Geschichten? Also ich danke Ihnen erstmal. Ja, einmal. Ich danke Ihnen erstmal bei der Heinrich-Böll-Stiftung für den Vortrag und den Rednerinnen und Rednern für ihre Bereitschaft, ihre Erfahrungen uns mitzuteilen. Ich hätte eine Frage. Also hier alle Rednerinnen und Redner sind EU-Bürgerinnen und Bürger. Also um eine Bürgerschaft, also Staatsbürgerschaft zu beantragen, muss man in einem Land mindestens 8 Jahre, also zum Beispiel in Deutschland, leben. Aber für diese 8 Jahre für die EU-Bürgerinnen und Bürger sehr einfach, weil dank der Europäischen Union, sie müssen nicht so viel kümmern. Aber für die anderen, nicht die EU-Bürgerinnen und Bürger, für diese schwierigen 8 Jahre und dazu diese Bürgerschaft zu kriegen, also Staatsbürgerschaft, diese Phase, das ist doppelt schwierig. Aber ich frage mich, wie wäre es heute, wenn wir eine Rednerin oder Redner hätten, dass die nicht EU-Bürger war, ist. Und damit diese Erfahrung besser zu sehen. Okay, heute wir haben die Staatsbürgerschaft gesprochen, aber diese vor dieser Phase gibt es auch noch eine Phase. Also vor allem in Berlin. Also in Berlin es gibt nur 2 Behörden für alle Ausländerinnen und Ausländer. Und nur um einen Termin zu kriegen, vereinbaren, muss man 3 oder 4 Uhr morgens vor der Ausländerbehörde in Berlin zu stehen, damit er einen Termin kriegt. Und ich frage mich, wie wäre es, wenn wir heute noch eine Person hätten, dass die diese Erfahrung dazu bringen? Mhm. Weil, da war es meine Frage. Danke. Aber ich denke, klar, es gibt, vielleicht können Sie was dazu sagen, Staatsbürger oder Einbürgerungsprozedere, EU-Bürger und Nicht-EU-Bürger, inwieweit unterscheiden Sie sich und beziehungsweise welche Hürden gibt es auf der anderen Seite mehr als auf der anderen Seite? Ja, es ist ja gerade auch schon von Ihnen gesagt worden, dass die Erfahrung sehr unterschiedlich war. Es gibt wirklich ein großes Willkommen für die Engländer angesichts dieser merkwürdigen Geschichte mit dem Brexit, weil Großbritannien von der Sprache, von der Kultur als sehr, eigentlich als vorbildlich empfunden worden ist, sehr lange Zeit auch. Und es gibt in der Praxis große Unterschiede zwischen sagen wir mal, den europäisch-amerikanischen Nationen und dem Rest in der Praxis. Rechtlich ist es anders. Rechtlich gibt es 3 Gruppen. Es gibt Länder, es gibt Staatsangehörige, die ihre alte Staatsangehörigkeit nicht abgeben müssen, wenn sie Deutsche werden wollen. Das sind die EU-Länder und die Schweiz, merkwürdigerweise, aber zum Beispiel Norwegen nicht. Das heißt also, wenn man Schweizer ist, kann man den Antrag stellen und man läuft dann, wie Sie, über diese verschiedenen Phasen. Also man muss die Sprache kann man als Schweizer mehr oder weniger Deutsch und so weiter. Es gibt dann Länder, die grundsätzlich nicht ausbürgern, zum Beispiel Syrien, Irak,
aber auch sehr viele lateinamerikanische Länder. Da ist es dann auch relativ einfach, weil der deutsche Pass dann eben gewährt wird ohne Ausbürgerung. Und der ganze Rest von eben von Norwegen über die Vereinigten Staaten bis zur Türkei, das sind die Staatsangehörigen, die sich ausbürgern lassen müssen, wenn es nicht besondere Momente gibt. Also zum Beispiel, wenn man großes Landvermögen in Vietnam hat, dann kann man vietnamesischer Staatsbürger bleiben, weil man sonst dieses Landvermögen verlieren würde. Ich würde da gerne genau da an dem Punkt mal ansetzen. Da gibt es natürlich auch eine große Diskussion darüber, um diese Ungerechtigkeit, die natürlich viele empfinden. Ja, bei EU-Bürgern kann man es noch verstehen, das ist eine Gemeinschaft, aber es gibt eben auch die Unterschiede in Nicht-EU-Bürgern. Ländern. Vielleicht gibt es ja, Sie haben uns jetzt den wissenschaftlichen, den fachlichen Teil beschrieben, vielleicht gibt es ja im Publikum jemanden, der nicht EU-Bürger ist und der versucht hat, die deutsche Staatsbürgerschaft zu bekommen und der eben diese Hürden hatte, die EU-Bürger nicht hatten. Bitte schön. Ja, ich bin Australierin und wohne seit 40 Jahren in Deutschland. Ich habe nach den 8 Jahren mal nachgefragt im Ausländeramt. Mich interessierte eine doppelte Staatsangehörigkeit. Ich wollte mich nur erkundigen. Hat gesagt, ja, kein Problem. Als erstes geben Sie Ihren australischen Pass zurück und dann können wir weitersehen. Und mir ist einfach der Magen zusammengeschrumpft, weil ich eine relativ glückliche Kindheit im australischen Busch hatte und ich konnte das nicht einfach, ne, nur um mein Leben hier zu vereinfachen. Aber ich blieb in Deutschland, ich arbeitete in akademischen Instituten, ich hatte kein Arbeitserlaubnis, aber es gibt für Akademikerinnen, Sportlerinnen und Künstlerinnen das Recht, hier zu arbeiten ohne Arbeitserlaubnis. Sonst könnten die Fußballspieler auch nicht alle aus Afrika kommen und so. Aber ich hatte einen Stempel, also ich hatte ein Aufenthaltsrecht im Pass, aber ein Stempel selbstständiger Arbeit nicht gestattet. Und es gab Zeiten, wo ich gern gewechselt hätte in selbstständig, aber immer dieser Stempel da. Und dann inzwischen habe ich eine deutsche Rente und ich kam von Bayern nach Berlin und musste in Berlin wieder im neuen Pass ein Aufenthaltserlaubnis. Und das war schon schlimm, aber ich ging aus dem Amt und ich guckte, ich war früh verrentet, ich durfte bis 65 nicht arbeiten. Ne? Ich gucke im Pass, Arbeitsaufnahme gestattet. Das ist meine skurrile Geschichte. Vielen, vielen Dank. Wir haben noch Zeit für eine Frage oder eine Geschichte und dann haben wir im Anschluss auch noch einen kleinen Empfang und da können wir dann auch noch mal in kleinerer Runde miteinander reden. Aber jetzt haben wir noch eine Wortmeldung. Ja, guten Abend. Ich bin hier heute Abend mehr oder weniger zufällig hergekommen, habe mit dem Thema keine persönliche Beziehung, spezielle. Wenn ich die Diskussion so verfolgt habe, dann muss ich sagen, diese ganzen Skurrilitäten, teilweise lustig, teilweise ganz schlimm für die Personen, die es betrifft, sind die nicht letztendlich Ausdruck der Interessensituation, die die Staaten auf der ganzen Welt haben, der verschiedenen Interessensituationen. Wenn wir in die Geschichte gehen, die Amerikaner, die Australier, die wollten Leute haben, dann haben sie die Pässe zugeworfen wahrscheinlich, unabhängig davon, ob sie die alte Staatsbürgerschaft aufgegeben haben oder nicht. Diese, wie gesagt, Folgen, über die wir heute hier so detailliert gesprochen haben, sind doch letztendlich Ausdruck der staatlichen Interessen. Mit Europa, das klappt so, ja noch nicht so. Also ist es im Grunde genommen der Staat, der bestimmt und zulässt diese ganzen schlimmen Sachen auch. Ich meine, dass die Beamten sich so benehmen dürfen, das ist ja, wird ja vom Staat sozusagen nicht
kontrolliert oder nicht besonders, hat er nicht besonders im Auge, weil er auch keine Interessengruppen gibt. Die Einzelnen, die eingebürgert werden wollen, haben ja keine Interessenvertretung im Grunde genommen. Und wenn er jetzt nicht in so einem Sonderfall wie beim Brexit ist, wo dann von oben eine Weisung kommt, dass es dann plötzlich geregelt wird, dass sie anständig behandelt werden oder bevorzugt behandelt werden, ist ja auch wieder eine Sache, mit Gleichheit ja auch nichts zu tun hat im Grunde genommen. Das nur als Anmerkung für den Außenstehenden, wenn ich so die Diskussion hier verfolge. Kann man ja, diese Interessen kann man ja wunderbar an der Schweiz dann. Ne? Also die Schweiz hat ja wirklich immer überall auf der Welt die meisten Rechte, die schönsten Zugänge. Und obwohl sie ja eigentlich weder in der EU ist, noch eigentlich zu der anderen Gruppe gehören müsste. Aber das sind sozusagen die Interessen, haben auf sich absolut recht. Es gibt die Interessen mit bestimmten Ländern, die man hat, und andere Interessen sind mehr wert für das Land. Und für viele ist es eben so, ich komme aus einem Nicht-EU-Land und für mich war meine Einbürgerung auch sehr, sehr schwierig. Aber verglichen zu heute war es, glaube ich, damals, außer dass es wahnsinnig lange gedauert hat, doch sehr, sehr leicht, aus einem Nicht-EU-Land, aus der Türkei, die deutsche Staatsbürgerschaft zu bekommen. Sie wollten noch manchmal was sagen? Wissen die Staaten aber nicht genau, was ihre Interessen sind. Das können wir dann jetzt gleich bei Wein und Brezel vertiefen. Ich möchte Sie noch aufmerksam machen auf die Bögen, die auf Ihren Sitzen liegen oder in Ihren Händen jetzt sind. Das sind die Evaluationsbögen. Und ich bitte Sie, die doch bitte auszufüllen und vorne abzugeben. Und ich hatte es vorhin schon gesagt, vorne sind die Bücher von Kate und Thomas und können Sie gerne erwerben. Und die beiden signieren auch sehr, sehr gerne. Und ich möchte mich ganz, ganz, ganz herzlich bedanken, dass Sie heute hier waren bei dem schönen Wetter. Wir hatten fast volles Haus. Ganz, ganz lieben Dank und genießen Sie noch den Abend und genießen Sie angeregte Gespräche. Vielen Dank.